Hallo Leute, heute nochmal ein Unboxing von Speckner Arms. Wir haben gedacht, wir nehmen mal das eins der Einstiegsmodelle, das ist die Core-Serie. Wir haben hier ein Value-Pack von der M4, also von einem kurzen Karabiner, als Volume-Pack, also im Prinzip mit dem ganzen Zubehör. Der Karton sieht schon ziemlich cool aus. Ne, hier steht auch drauf, Rock River Arms, das ist im Prinzip der Markengeber dieser Serie. Das ist eine SA-C04. Und die gibt es halt hier als T, also als Tan-Variante. Dann gibt es noch Black und Black Tan. Können wir bei uns im Shop gucken. Die ist im Moment bei uns an Lager hier in Tan. So, dann schauen wir einfach mal. Ich drehe den Karton mal rum. Da sieht man nochmal eine kurze Übersicht über einige andere Modelle der Core-Serie. Ziemlich cool ist auch hier diese Short Pistol, die C18. Die werden wir auch demnächst mal vorführen und zeigen. Aber generell auch hier die andere kurze, sind ein paar unheimlich tolle Modelle bei, auch so ein bisschen DMR-Charakter. Also ist für jeden was dabei. So, dann wollen wir hier mal reingucken. Das drehe ich noch einmal um. So, und wir haben hier die kompletten Instructions dazu. Dann haben wir hier immer bei Speckner Arms Aufkleber drin. Finde ich total cool, sind ein paar schöne Sachen bei. Und eben das Chrono-Protokoll, wobei, wie gesagt, wir lassen die Waffen ja alle abrüsten auf 0,5 Joule. Das heißt, das ist aber noch das Chrono vom Original. So, dann haben wir hier Speckner Arms Katalog eingeschweißt. Dann haben wir hier einen Schlüsselanhänger von Speckner Arms. Ein Mid-Cap-Magazin, ein High-Cap-Magazin mit 300 Schuss aus Polymer. Dann haben wir einen Frontgrip aus Polymer. Wir haben ein Ladegerät, wir haben einen Akku und zwar einen 9,6 mit 1100 mA. Also schon, damit kann man losspielen. Da brauche ich jetzt nichts anderes. Wobei wir werden gleich ein Lipo einlegen, 7,4, weil die Waffen sind alle Lipo ready. Ja, und dann haben wir natürlich die Speckner Arms selber. Wir haben wie gesagt einen kurzen Karabiner. Der ist 695 mm zusammengeschoben. Wenn ich den jetzt voll ausziehe, bin ich bei 780 mm. Das Ganze sitzt hier hinten auf einer Kunststoff-Stock-Tube. Das ist alles aus Polymer, weil es eben eine Einstiegswaffe ist. Die liegt im Set bei 145 Euro bei uns im Shop. Und da bekommt man das alles für dazu. Also das ist schon ordentlich. Wir haben Metall-Sling-Halter. Wir haben ein Outer Barrel aus Metall. Wir haben die Abzugseinheit Metall. Magazin-Catch ist Metall. Dann haben wir hier ein Metall-Charging-Handle. Wie obligatorisch öffnet sich hier das Hop-Up. Das hält natürlich nicht, ist kein Bolt Catch. Dann haben wir hier einen Forward Knob, der ist auch in Metall und eben auch hier die Abdeckung. Ja, dann haben wir hier vorne, die sind auch standardmäßig dabei, diese Rail Covers, finde ich ein ziemlich cooles Gimmick. Man drückt hier drauf und dann kann man die hier halt abziehen. Moment. Und bekommt dann, hat man quasi die vollere Variante. Ne, finde ich ein sehr schönes, schön gemacht. So, dann Akku. Also bei dem Akku ist es so, man drückt hier hinten, ich drehe das einfach mal rum, drückt hier hinten die beiden zusammen, dann kann man das hier hinten öffnen. Dann gibt es hier noch so ein Zusatzteil, das zieht man auch raus. So, und dann hat man hier das Akkukabel mit einem Mini-Tamija-Stecker. Jetzt zum Originalakku. Beim Originalakku muss ich den halt hier drüber schieben und dann ganz wichtig, ich muss den in diese Richtung reinschieben, hier in die beiden Aussparungen. Weil sonst kann ich nachher den Stock nicht bewegen. Ne, dann stecke ich das alles wieder hier rein, mache die Abdeckung und so weiter drauf und dann funktioniert das. Und es ist ganz wichtig, dass man das halt nicht verkehrt rum macht. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal unseren Lipo-Akku. Na, stecken den hier drauf. Schieben den hier hinten rein. Dann machen wir hier die Abdeckung wieder rein. Und erst hier oben reinschieben und dann hier unten. So, dann wollen wir noch mal einen trockenen Test machen. Immer auf Semi. Oder Vollauto. Ne? Also klingt schon ziemlich knackig. Dann wollen wir jetzt gleich mal, wir werden die jetzt nicht mit dem High-Cap schießen, das wollte ich jetzt nicht befüllen. Wir werden einfach mal hier die Speckner Arms 020er BBs nehmen und dann eben hier mal mit dem Amoeba-Magazin probieren. Ne? Die fieden einwandfrei, also sollte eigentlich auch beim Schießen kein Problem sein. Und dann machen wir gleich mal einen Schusstest. Und wie gesagt,
einfach mal bei uns im Shop gucken. Wir haben sie, wie gesagt, in Schwarz, in Black und Tan drin. Tan ist im Moment sofort lieferbar, weil wir die eben an Lager haben. Und da machen wir jetzt mal einen Schusstest. So, dann machen wir jetzt gleich nochmal einen Schusstest. Ich wollte nochmal ganz kurz auf die Waffe generell eingehen. Ihr habt vorhin gehört beim Triggern, ne, wenn ich zu schnell trigger, verschluckt die sich auch schon mal. Das liegt einfach daran, man darf das natürlich nicht vergessen, ist eine 145 Euro Einstiegswaffe. Aber die Internals sind super. Die Waffe ist halt von den ganzen, von der Qualität her sehr gut gemacht. Der Handguard ist immerhin schon Metall, also ist schon ein ganz gutes Stück. Wir haben hier im Prinzip von den Internals her eine V2 Reinforced Gearbox drin. Wir haben einen Polymer-Pistonhead drin. Wir haben Vollzahnzähne. Wir haben, ja, sollte man üben. Dann haben wir Stahlgears drin. Einen ventilierten Pistonhead, also das, was man eigentlich auch in der Top-Serie von Speckner Arms drin hat. Nur eben, wir haben hier eine normale Switch-Unit. Wir haben hier kein irgendwie elektronisches Trigger-System oder irgendwelche Mikro-Switches. Das ist halt eine normale Switch-Unit, deswegen kann ich damit also nicht lostriggern wie verrückt. Na, aber das sollte eigentlich eben klar sein. Ansonsten mit einem vernünftigen Akku, mit vernünftigen BBs, hat man da lange Spaß dran. Ist ein schönes Gerät und jetzt schießen wir einfach mal auf 20 Meter und gucken mal, wie die Schussleistung ist. So, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Schusstest. Ich mache mal Einzelfeuer, 20 Gramm BBs von Speckner Arms auf 20 Meter. Einmal Vollauto. Also man merkt im Vollautomodus keine Schwächen. Im Semi hat man gerade gemerkt, so beim letzten, als ich dann ein bisschen nochmal zugelegt habe beim Triggern, da war es dann einmal kurz ein Verschlucken drin, aber wie gesagt, also die macht Spaß. Man merkt das hier, ne? Wie gesagt, es ist eine Einstiegswaffe, das darf man nicht vergessen. Aber wenn ich nur das Geld habe, dann bekomme ich hier einen wirklich reellen Gegenwert und dafür gibt es auf dem Markt deutlich schlechtere Sachen, die bei weitem nicht an die Qualität rankommen. So, in dem Sinne würde ich sagen, Schussbild zeigen wir gleich nochmal von vorne und bis zum nächsten Mal.